Die Kamera mit auf Reisen zu nehmen war noch nie so einfach wie heute. Natürlich wollen jetzt immer mehr Leute auch die Kamera schnappen und die Abenteuer festhalten, vor allem wenn man sieht, wie viele Videos es jetzt auch schon zu dem Thema Reisen im Netz gibt. Was du dir bewusst sein musst, du wirst nie genau die besten Momente deiner Reise jemandem genau so vermitteln können, wie du sie erlebt und empfunden hast. Was du aber kannst, ist den Leuten ein Feeling zu vermitteln, indem du möglichst viele Aufnahmen von Orten machst, an denen du warst, Leuten, mit denen du die Zeit verbracht hast und Aktivitäten, die du unternommen hast. Doch wie genau macht man das denn? In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps dazu und ich würde sagen, let's get started! Tipp Nummer 1. Hab das richtige Equipment am Start. Man hört es immer wieder, es kommt nicht aufs Equipment an. Stimmt nicht so ganz. Ich glaube, nehmen wir mal an, ein Typ mit einer Canon 5D Mark und 18 bis 300 mm Zoom-Objektiv und DJI Ronin-Stabilisierungssystem kann wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen bessere Aufnahmen machen als jemand mit einem 200€ Camcorder. Was aber natürlich nicht heißt, dass du mit einer günstigen, weniger professionellen Kamera nicht ebenso schöne Bilder machen kannst. Es kommt immer ganz auf dich an. Nutze einfach das, was du hast. Das, was du zum Vloggen auf Reisen brauchst, ist natürlich eine Kamera mit Klappdisplay. Wie zum Beispiel die Canon 80D oder die Lumix GH5. Beides auf jeden Fall ausgezeichnete Vlogkameras. Außerdem mega cool ist natürlich ein Stabilisierungssystem wie eine Glidecam oder einen Gimbal. Damit kann man auf jeden Fall richtig, richtig gute, smoothe Bilder machen und das sorgt auch für einen sehr, sehr schönen Videoflow am Ende. Wenn du die Chance hast, dann kauf dir auf jeden Fall auch noch ein externes Mikrofon, wenn du nicht schon hast. Eins, was man oben auf der Kamera einfach anstecken kann. Das sorgt nämlich einfach dafür, für einen richtig schönen, klaren Sound ohne große Windgeräusche. Da kann ich dir zum Beispiel das Rode Video Micro empfehlen. Das habe ich jetzt mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mehr zur Technik gibt es in einem weiteren Video mit mir und Nico vom Tutorial Center. Das könnt ihr euch jetzt hier oben einmal klicken. Tipp Nummer 2. Reisevlogs und Travel-Videos bestehen zum größten Teil natürlich aus Aufnahmen von Leuten und Orten, dem sogenannten B-Roll. Das ist Europas größter Gletscher und wir haben jetzt unheimlich geile Views gehabt. Wir sind unglaublich nah auch rangekommen, das hätten wir gar nicht gedacht. Auch wenn es super windig war und uns nicht so viele Aufnahmen gelungen sind, haben wir doch ein paar richtig kleine Shots, glaube ich, hinbekommen. Und überhaupt das erlebt zu haben, direkt davor gestanden zu haben, richtig geile Atmosphäre, oder? Auf jeden Fall. Versucht da möglichst viele verschiedene Perspektiven einzufangen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen ja sogar schon relativ viele. Und doch sind es irgendwie immer wieder die gleichen langweiligen Shots. Experimentiert, tobt euch aus, nutzt das Medium Film. Vor allem versucht nicht immer auf Augenhöhe zu filmen. Versucht doch mal ein bisschen weiter von unten zu filmen zum Beispiel, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Dramatik und Epik zu verleihen. Das ist auch ein ganz cooles Gefühl, was du da entstehen lässt, was nämlich zum Beispiel Leute, was wir alle eigentlich ja als Kind schon mal hatten, als wir dann so nach oben geguckt haben, die Welt noch unbekannt und aufregend wirkte. Das ist ein Gefühl, das willst du entstehen lassen bei deinen Videos. Tipp Nummer 3. Filme so viel wie möglich. Man kann nie zu wenig filmen. Es ist tatsächlich immer noch so bei mir, dass ich manchmal da sitze in einer Postproduktion und mir einfach so denke, warum hast du diesen Shot nicht gemacht? Es kommt immer wieder vor und selbst ich muss mich manchmal beim Dreh selbst daran erinnern, Mensch, diesen Shot, den solltest du vielleicht jetzt nochmal machen. Also, merkt euch, am Ende immer lieber mehr filmen als zu wenig. Wenn ihr dann in der Postproduktion sitzt und viele schöne Aufnahmen habt, dann ist es aber auch umso wichtiger zu sagen, wow, okay, dieser eine Clip, der ist zwar jetzt richtig geil und ich würde den so gerne drin haben, aber er passt einfach nicht zum Flow, er passt einfach nicht zur Art des Videos, ihn dann auch einfach rauszunehmen. Einfach zu sagen, okay, ich muss ihn jetzt hier an dieser Stelle hier einfach drin lassen. Tipp Nummer 4. Ohne Ton nichts los. Am besten sind ja immer die Reisevideos, die man auf YouTube und so immer finden kann, die mit so einem 3-minütigen fetten Party-Track unterlegt sind, nachdem du dir einfach nur so denkst, wow, okay, warte, was war das jetzt? Welche Geschichte wollte man dir jetzt erzählen? Du machst das anders. Du suchst dir die Musik aus, die genau zu der Szene passt, die genau das Feeling vermitteln soll, das du möchtest. Soundeffekte oder sogenannte Atmos-Geräusche sind auch super hilfreich, um dem Zuschauer so ein Feeling zu geben, gerade vor Ort zu sein. Man kann damit sehr gut so die Umgebung etc. einfach dem Zuschauer viel besser vermitteln. Tipp Nummer 5. Bleib authentisch. Wenn du Vlogs auf Reisen drehen möchtest, die Menschen wirklich erreichen, dann ist das Wichtigste, authentisch zu bleiben. Wie viele Reisevlogger da draußen sind denn noch wirklich richtig authentisch?
Das ist immer die Frage. Die meisten zeigen dir auch eigentlich immer nur saubere Strände, unberührte Orte und irgendwie klappt immer alles. But that's not how life fucking works. Klar willst du in den meisten Videos wahrscheinlich positive Gefühle vermitteln, aber das geht doch auch, indem du einfach mal eine Geschichte erzählst oder zeigst, die nicht so gut geklappt hat, auf irgendwie eine lustige, witzige Art und Weise. Das macht dich nicht nur authentischer, sondern finde ich auch gleich viel sympathischer. Das waren 5 Tipps, die dir hoffentlich geholfen haben, in Zukunft bessere Vlogs drehen zu können. In Zukunft gibt es auch noch ein bisschen mehr Videos auf jeden Fall zu diesem Thema rund ums Reisevloggen. Also wenn dich das interessiert und du Bock drauf hast, abonniere gerne den Kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder. Hau rein!